Jetzt geht die erste CD von Underscore Solar Hang. Vor 6 Jahren haben wir unsere erste Studioerfahrung gemacht. I'll soar in the train. She drove me round and round the bend. I couldn't say anything. Plötzlich merkt man einfach, dass es nicht geht, wenn zwei Bands nebeneinander mit den gleichen Freunden im gleichen Bandraum solche Ambitionen haben. Es geht einfach nicht. Und nach einer Zeit, wo wir uns das ein bisschen ausgecatcht haben, unsere neidisch und eifersüchtig waren aufeinander, haben wir uns für das oder gegen das entschieden. Und gesagt, wir werfen die Bands zusammen. Und wir machen einfach eine, und zwar mit 7 Leuten. Ja, plötzlich waren wir eine neue Band und haben dann eben zur gleichen Zeit geprobt und alle miteinander und haben Instrumente ausprobiert. Wir haben eine zweite Schlagzeug-Ecke, also eine Perkussionsecke eingerichtet und mit Flöten und sogar Geigen haben wir ausprobiert und der Nick hat dann angefangen Cello spielen. Das war schon schwierig, denn wir halt, ja, zwei Bassisten hatten. Wir hatten zwar zwei Gitarristen, aber zwei Gitarren sind nicht ein hohes Problem. Aber zwei Bässe halt recht etwas Schwieriges. Und ich weiss noch, dann mit dem Reese lang, wenn wir das diskutiert, wenn wir das irgendwie können lösen können. Und schon am Ende hat sich herausgestellt, ja, irgendjemand muss ein Kompromiss eingehen. So oder so. Sonst funktioniert es irgendwie nicht. Und ich habe irgendwie Cello immer schon ein schönes Instrument gefunden und habe dann irgendwie das mal eingebracht, ob das vielleicht noch passen würde. Ich könnte das irgendwie lernen, dass wir ja, aber auch das Problem könnte lösen. Und dann habe ich halt einfach Cello spielen. Weil es ein scheiß schwieriges Instrument ist zum Spielen, Mann. Jesus. Und dann haben wir es einfach Songs geschrieben. 20, 30 gewesen, nicht mehr. Wir haben auch viele Songs geschrieben und haben gefunden, so, jetzt gehen wir die aufnehmen. Wir haben 2 Wochen in Bretagne gebucht, haben die Songs auseinandergenommen und haben bis in die Nacht hinein geprobt zum Teil. Ja, der Gedanke war vor allem, dass wir irgendwie wirklich uns zurückziehen können an einen schönen, inspirierenden Ort und einfach mal diesen Lieder arbeiten. Das ganze Schlagzeug haben wir mitgenommen, das PA haben wir mitgenommen. Wir haben uns dann wirklich voll einen Bandraum eingerichtet. Wir haben uns extrem inspirieren von der ganzen Umgebung. Bidu mitgekommen als unser Verköstiger und unser Hauself und hat geschaut, dass wir es immer schön haben. Und dann sind wir einfach dort bei diesem Schloss am Meer und haben Musik gemacht. Ich sage, das habe ich sehr, sehr gut erinnert an die Zeit.